Ein Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der... Nee, hier zu einem neuen Projekt. Mit mir und dem lieben Osnativa. Moin. Und dem Fabi, wo steckt hinter der Tür? Hallo. Ey, ich kriege ihn nicht auf. So. Also alles gut. Natürlich auf der Hofberg, meine Freunde. Das ist das Ersatzprojekt für die Norddeich. Also läuft es auch gleich wie die Norddeich. Gleiche Tage, ich hab's jetzt gerade nicht im Kopf, deshalb, ja. Mittwoch, Montag, Sonntag. Wir haben einmal schon gestartet hier drauf, egal, der Anfang ist jetzt nicht so schön wie der erste Anfang, mir ist die, das Video flöten gegangen, sagen wir's mal so. Anhänger haben wir hier, wir haben Fass, wir haben einen Transportanhänger, wir haben nochmal ein Fass, wir haben irgendwas, ich kenne das Teil immer noch nicht ganz genau. Wir haben hier einen Drescher, John Deere, schöner, W540, mit Schneidwerk, meine lieben Freunde. Dann haben wir Mähtechnik, hier drin. Wir haben das Mähwerk, das Schmetterlingsmähwerk. Dann haben wir hier einen Zetter, dann haben wir hier ein Förderband. Der einzige mit Autolot. Also, sonst wird hier nichts mit Autolot funktionieren. Und hier den großen Schwader. Gut. Dann, Leute, ich will ja nicht sagen, aber das Projekt läuft nicht auf Realismus. So. Dann haben wir hier zwei Ballenanhänger. Dann haben wir da eine Spritze. Haben wir da einen Kalk, beziehungsweise Düngestreuer. Dann haben wir hier einen Gruber, nochmal einen Gruber, eine Einzelkorn-Saatmaschine, eine normale Saatmaschine. Haben wir da vorne einen Häcksler für den Heilpunkt. Dann haben wir hier einen Ladewagen-Einachser für das überschüssige Heu, Gras, egal was, für Biomasse zu machen. Das gibt dann Kompost. Und Kompost sollten wir abpacken, weil dann gibt es gut Cash. Nur mal so nebenbei. Dann haben wir hier die neue, also ja, die neue ist schon länger draußen, aber die Impress 125 von Pöttinger, die Kombi. Und nachher haben wir hier eine Quaderballenpresse, ein bisschen eine große. Und braucht 230 PS. Und jetzt kann ich euch kurz die Schlepper zeigen. Ins Fahrzeug einsteigen. Ja, gut, okay. Alter, manchmal ist das Ding da kaputt, aber egal, bei meinem Controller. Dann haben wir hier die drei Schlepper, Leute. Ein Klaas, das ist meiner. John Deere ist Ossi seiner. Und Fendt ist Fabi seiner. Dann haben wir hier den John Deere Gator noch. Und ja, das war's. Nee, wir haben noch zwei Autos. Den der, vergessen. Wieder vergessen. Der Ford Transit. Und ein Pickup haben wir noch. So. Pickup für die drei einzusteigen, weißt du? Wir müssen dann am besten suchen wir uns noch so auf einer Seite, suchen wir uns noch einen Anhänger raus und verkaufen dann nachher der Transit. Das können wir die drei nachher ins Auto steigen. So. Hier haben wir einen Kramer. 25.5. Das ist der ganz kleine, Leute. Aber ja, haben wir gedacht, wir behalten. Für den, ja. Egal. Guck mal das dann, Alter. Was das ist. So, was machen wir denn als erstes? Welches Feld? 23. Welchen wir vor? Nee, 23 geht nicht. Warum? Oder doch? Ist da was für das Schneidwerk drauf? Ja. Ja. Ah ja, stimmt. Gut. Dann packe ich mir den Frontlader. Ist eigentlich genauso dumm, da vom Ballen zu machen. Eigentlich schon. Egal. Wollen wir jetzt Ballen machen? Ja. Komm. Abfahrt. Aber eigentlich leckt's dann brutal, hey, wenn wir es nicht eigentlich. Wir können doch Kompost machen. Ach ja, wir können Kompost machen. Oh ne, ich will nicht. Schweizer, das ist doch deine Aufgabe. Fabi, ich hab dir gesagt, wir sollten einen größeren Ladewagen nehmen.
Du hast gesagt, wir nehmen den Ladewagen, nichts da. Ich hab gesagt, wir nehmen den von einem Alpine-DLC, den Zweiachser, auch wenn der nicht na, so du optimal. Lügner! Du... Der Schrammschuhu! Genau. Wie so ein kleines Kind, was recht haben will, Alter. Aber es ist heute geraucht. Alter, Drescher durch den Wald fahren. Barbie, du machst den Abtanker. Ja, tschüss. Bin dabei. Pause! Um 10:30 schon Mittag. Perfekt. Oder du gehst dir einen Ladewagen mieten. Ist mir eigentlich Wumpe! Nee! Du kannst den Abtanker spielen plus. Nee, du bringst jetzt den John Deere zum Feld zum Abtanken. Und dann nimmst du dein Feld mit deinem. Mit dem Tieranhänger hinten dran und gehst uns Kühe holen. Abmarsch. Wieso nehme ich dann nicht einfach den Johnny und hol damit Kühe? Mach was du willst, aber du musst zuerst einen Abtanker hinbringen. Ich bin auf dem Weg, Schweizer. Du bist selber nicht mal am Feld, oder? Jetzt geht's. Ja. Ja, nur am Hetzen hier, der Junge. Oh. Alter, und bin zu Hause gewesen heute und hab nicht mal mein niegelneuer Xbox Controller mitgenommen. Ja. Bitte. Man muss es von der Sicht und von der Sicht angucken. Eigentlich nicht. Aber egal. Ja. Gut, also Leute, ich sag's mal so. Ich freue mich mal wieder auf die Hofbergmann. Die Produktion vor allem. Endlich mal eine Map, wo wir ein paar Produktionen haben wieder. Ja. Das ist natürlich. So. Abfahrer, Platz. Wie ich finde, Leute, ist ja klar, ist ja jedem seine Sache, aber wie ich finde, ist eine gute Sache, eine gute Alternative zur Norddeich. Mhm. Stimmt. Weil die hat eben, wie schon gesagt, Produktion nicht übermäßig, aber sie hat ein paar Produktionen. Also pass auf, links hier den Blitzer, dass du das gemacht geblitzt wirst. Alter, und ich lasse auch noch die Gas raus. Oh, ich der gerade beim Viehanhänger ein Zapfell ankuppeln wollte. Und, hat's geklappt? Nee, irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, der ist kaputt. Leute, ist ja schon alles draußen. Soweit wie ich im Kopf habe, sollte schon alles draußen sein. Wie zum Beispiel die zwei neue Projekte. CMS auf meinem Kanal. Das könnt ihr auch gerne angucken gehen auf Ossis Kanal. Der bringt seine Folgen CMS auch raus. Das ist leider kein Multiplayer-Spiel, aber Single-Player-Spiel. Ich bringe meine Folgen raus, wie Ossi bringt seine Folge raus. Aber ihr könnt gerne bei Ossi gucken gehen. Ist alles unten in der Videobeschreibung verlinkt zum Ossis Kanal. Und ja, wollen wir mal gucken, wer ist der bessere Mechaniker? Esso. Challenge accepted. Esso, Challenge accepted. Und das zweite neue Projekt. Ich hoffe, wir haben es bis dann schon, ja? Ja, geht gleich los. Aber eigentlich schon, ich will es eigentlich am Samstag, diesen Samstag rausbringen. Ja, dann sollten wir gleich vielleicht mal anfangen. Ja. Okay, ich denke, ich darf es jetzt rauslassen. Ich denke, ihr habt das neue Projekt auch schon wieder gesehen, das neue Multiplayer-Projekt. Da ist Ossi leider nicht dabei. Aber kommt drauf an, vielleicht, wenn seht ihr unsere Folgen...
kommt ja die den Idioten helfen. Aber das ist das von Erin, ja. Das ist seine Sache überlassen. Es ist ja. Kommt auf die Bezahlung drauf an. Ach so. Du kriegst frische Eier jeden Morgen. Okay, dann. Okay. Das ist so eine Sache. Leute, ich kann es auch schon sagen, lasst da gerne ein gutes Feedback da bei Range Simulator. Da stecken ich und Fabi Herzblut rein, obwohl wir gar noch nicht angefangen haben. Egal! Er hat gerade zugegeben, dass er gelogen hat. Ist ja klar, dass Homo identisch ist. Ich will ja nicht fragen, aber wo kauft man hier Tiere? Ich würde sagen, beim Tierhändler, oder? Viehhändler. Ja, ja. Aber da bin ich. Ja, also, da gibt es sie auch. Ja, muss ich die Dings aufmachen, die Klappe? Ja. Ja. Will ein Vieh in die Klappe laufen? Wie geht durch das? Die Klappe. Im Kopf durch die Decke. Ja, ja, scheiße. Gibt's hier nur einen Trigger oder gibt's hier für jedes Tier einen einzelnen? Ich glaube für jeden Tier einen einzelnen. Oh gut, da habe ich keinen einzigen gefunden. Wow. Oh Mann. Hä? Sind die Trigger denn? Oder gibt's nur einen? Ich weiß das nicht mehr ganz genau. Oh, ich kann auch gerade überlegen. Hab's auch... Ah ne, es gibt einen für alle. Aber der ist so weit vorne, dass ich nicht drin stand. So. Das war aber auch wieder klar. Schwarz-weiß Kalben. Egal. Naja, ich erinnere dich an, wenn du mal Kühe holst. So, kalbende Kühe oder nicht? Eigentlich ja, oder nicht? Ja, wir wollen Kalbe. 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 Erste Anhänger an Abfahrt. Jo, Alter. Aber wieso okay. Ist mein Trecker so leicht auf der Hinterachse? Das waren 5 oder 6 Kühe. Also lübt. Ja Leute, wir haben gesagt, wir fangen nicht groß an. Jetzt nicht rummeckern. Oh nein, der Volldepp hat mir nicht auf die Spur den Trecker gemacht. Nein. Okay. Du hast nur außenrum eine Bahn gemacht, oder? Ja, einmal. Okay, gut. Alles gut. Ich. Das war auch, ne, oder was? Nee, alles gut. Ich komm zu meinem. Ja, wie gesagt, Schatz, da musst du ja aufpassen, hier ist ein Blitzer. Mhm. Ja. Sache ist so, wir haben jetzt nur die Aufnahme gestartet, weil es ein neues Projekt ist. Wir wollen es anspielen, deshalb ist es nicht mehr neu nachher. Aber wir hätten die Folge eigentlich gar noch nicht aufnehmen müssen. Das wisst ihr schon. Jungs. Mhm. Aber trotzdem, keine Sache, alles gut. Aber wir wissen schon, wo wir das nächste Mal anfangen müssen. Genau, dann hast du schon mal einen Plan davon. Genau. Dann haben wir es ja wieder vergessen, glaube ich. weil die eigentliche Aufnahme ist erst Samstag oder Sonntag? Sonntag. Gut. Oh, nee, Samstag. Du bist jetzt auch da. Bist du auch da? Ja, bis jetzt schon, ja. Nein! Was ist da passiert? Ist er abgeladen? Oschi, du hast gesehen, dass ich dies gemacht habe! Hey, der Bock, das Kännchen dort! Guck mal, ist der GI! Doch, boah, wer ist der Fan? Guck mal, das ist Schatten, ein bisschen beschäftigt. Alter! Ich glaube, mit 5 Kühen müssen wir uns erstmal zufrieden geben. Er gibt das Geld nicht her. Wieso? Doch, das. Eine Fuhre kannst du auf jeden Fall noch machen mit dem Geld.
Haben wir sogar drin, aber. Ne, brauchen wir noch nicht. Ah! Falls, vielleicht muss mal jemand die Kühe füttern hier. Ja, ja. Ich mach's! Können die überhaupt sterben? Nein. Ich glaube nicht. Oder? Wobei Farm an, die baut das ja immer wieder ein. Ging ja, also im 17er war das so, ich weiß nicht ab welcher Version, aber ab irgendeiner Version konnten die, wenn du die Türen offen gelassen hast, rauslaufen und sind dann sozusagen gestorben dadurch. Hey! Ich fütter die, ja? Weißt du, weißt du, früher, wie lange, wie viel Futter die benutzt haben, gebraucht haben? Da ist schon schöne Magie, was sie früher gefuttert haben. Michael, okay, bist du umgefallen oder geschieden? Also weißt du früher, wie oft du die gefüttert hast, die Kühe? Ja. Das ist ja unnormal. Früher war es auch irgendwie, das hat er dann umgeschrieben, dass es auch zu viel wurde. Das war ja klar. Okay. So, aber Leute, ich würde sagen, wir waren produktiv für die erste Folge. Und ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Unbedingt zum nächsten Mal vorbeischauen und natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt zu Ostra TV vorbeischauen gehen. Da geht's auf die über die Schrauberkönig. Aber egal. Geht da gucken, abonniert gerne, dass ihr beide Kanäle seht. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.